I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute sind wir hier im Krottenforst bei Rötschen. Das ist auch wieder ein Stadtteil von Bonn. Ja, ich möchte mit euch hier ein klein bisschen durch die Natur wandern, durch die Winternatur. Heute, das Wetter spielt heute einigermaßen mit, ist zwar frisch, aber es geht. Sonne scheint. Ja, hauptsächlich bin ich hier oben für das Jägerhäuschen euch zu zeigen. Das ist ein historischer Platz, müsste noch von der Kaiserzeit sein, eine Jagdhütte. Müsste viel Natur auch zeigen und dann so ganz kleine Nebenbeisehenswürdigkeiten. Ja, wenn ihr darauf Lust habt, kommt gerne mit. Würde mich sehr freuen. Dann würde ich nur noch sagen, auf geht's. Viel Spaß, Leute. Ja, wie gesagt, heute wunderbares Wetter wieder. Ja, ich dachte euch, was mal hier zu zeigen, so ein bisschen, habe ich mir gedacht. Weil es hat mir damit auch gefallen, die Strecke hier. Es ist viel schöner Wald hier gewesen. Ein paar kleine Sehenswürdigkeiten, wie gesagt. Ja, und dann dachte ich, zeige euch auch mal so ein bisschen die Gegend hier. Wie gesagt, das Jägerhäuschen, da war ich damals schon mal, das zeige ich euch jetzt auch. Ja, hier soll noch eine dicke Eiche sein, oder eine dicke Buche. Wenn wir die finden, kann ich euch auch noch zeigen. Aber erstes Mal Start Jägerhäuschen. Ach, hier vorne rechts ist auch eine Tafelung, sehe ich gerade. Okay. ...1879 diese Eiche. Hier die. Sieht zwar jünger aus, ob wenn das von dem Datum ist, konnte das hinhauen. Andenken gepflanzt. Okay. Und da. Wunderbar. Gehen wir erstmal zum Häuschen. Wollte ich euch ja erstmal zeigen. Ich glaube sogar, das war vom Kurfürsten gewesen. Da vorne hängt auch eine Tafelung dran. Mal schauen. Jägerhäuschen. Oh, 17.30 Uhr. 40. Ja, hier steht es doch. Kölner Kurfürst. Clemens August. Okay. Das war hier für die Pferde, frische Pferde denn für die Jagd zu geben. Dafür stand das Häuschen hier. Okay. Ja, gehen wir mal rum. Und das Häuschen. Ah, ist auch ein kleiner Weiher. Schön. Ja, so richtig alte Türen noch drin. Na gut, wird doch mal erneuert worden sein, die Fassade. Leider bröckelt sie an einigen Stellen. Aber für den Alter noch ein gutes, altes Häuschen.
Dach ist auf jeden Fall original noch. Kommt mir so vor. Alter Schiefer. Was haben wir hier vorne noch? Ach so, ein Gedenk. Ja, ein Gedenkkreuz, sag ich mal. Denkmal. Hier eine Förster von 1966 bis 2003. Leider beschlagen, da ist glaube ich eine Mutter Gottes drin. Jesuskind. Kann man so gerade erkennen. Ja, schon mal hinten was. Ist kein direktes Schlossplatz hier, aber auch ein geschichtlicher Ort. Um Kurfürsten noch. Ja, Freunde, ich habe gerade mit einem Mann gesprochen. Hier vorne ist eine dicke Eiche. Da gibt es auch eine kleine Geschichte, hat er mir erzählt. Und zwar in Bonn beim Beethovenhaus, wo der Beethoven geboren ist. Wir gehen jetzt hier vorne auch rein. Sorry für die Unterbrechung. Ja, soll hier am Jägerhäuschen ein Bildhauer gewesen sein. Der hat da einen Altar draus gemacht. Ja, und der soll da ausgestellt sein. Auch wurde Blitz eingeschlagen ist, die Eiche ist kaputt gegangen durch den Blitzanschlag. Und ja, die soll dann jetzt ausgestellt worden sein, wo der Blitzanschlag ist. Die soll ein Kreuz gemacht worden sein, wo man dann durchgucken kann, genau wo der Blitzanschlag war. Und sollen auch Stühle draus gemacht worden sein. Ja, und diese Eiche sind wir jetzt da und die möchte ich euch mal zeigen. Das ist so eine kleine Geschichte auch, die ich interessant fand. Ich werde auch mal zu dieser Kirche hingehen jetzt irgendwann mal. Und wenn wir das mal anschauen, die soll auch öffentlich sein. Ja, hier sind wir auf jeden Fall jetzt eine Eiche. Noch Grüße gehen raus, falls du zuschauen sollst. Und danke nochmal für die Info. Ja, und hier sind wir eine Eiche. So, eine kleine Bank. Ja, und das ist die große Eiche, die dicke Eiche. Boah, ist ein riesen Apparat gewesen. Das ist schon was Großes gewesen. Ja, hier vorne ist auch eine Tafel. Ihr seht ja, was den Durchmesser hatte, die Eiche. Das ist schon heftig. Ah, hier an der Tafel ist, glaube ich, auch die Info, die ich euch gerade gegeben habe. Ah, da sieht man da unten. Ja, das ist die Info. Ah, mal ein bisschen sauber machen. Ja, Dreck. Ja, und das ist dann der Altar. Und da seht ihr auch die Stühle und alles. Das ist eine Info hier, cool. Ja, ist eigentlich das, was ich euch gerade erzählt habe. Mit diesem Kreuz, mit diesen Stühlen. Schön. Ja, und die möchte ich mit euch auch mal besichtigen. Stift namens Jesuskirche. Aha. Ja, hier sieht man auch das Bild. Ja, man kann es nicht ganz genau sehen. Da, so war das dann hier am Jägerhäuschen. Der hat er da mit einer Kettensäge gemacht, so ich das erzählt bekommen habe. Ja, und das ist die Eiche, Leute. Also was davon über ist. Ihr seht ja, was die einen Durchmesser hat. Die wird ungefähr, ja gut, 1,50 Meter Durchmesser haben. Schade, dass die umgekippt ist. Das war ein Riesenteil. Das ist auch noch ein Denkmalschild. Schau mal an. Oh, da sind Wurzeln, sagt die Eiche. Oh, war ein Riesenteil. Also ich habe mir gerade noch mal daneben gestellt.
bei denen ein Stück. Schon fast so hoch wie ich. 1,86. Also kam mir meine Rechnung ungefähr hin, 1,50 ungefähr. Kann ich vorne noch? Ach, hier, hier. Kann man leider nicht erkennen, wo man ein bisschen Schatten machen kann. Mhm. Ja Leute, das war die dicke Eiche. Ja Leute, ich bin jetzt schon knapp eine halbe Stunde erst unterwegs und habe schon zwei Sehenswürdigkeiten hier im Wald gefunden. Jetzt haben wir einmal das Jägerhäuschen schon gefunden und die dicke Eiche. Faszinierend auch. Ja, und allein schon die Geschichte, was der Mann auch mir erzählt und was jetzt auch an der Tafelung stand, dass das eine Ausstellung ist. Ihr habt ja selber auf den Bildern jetzt gesehen von der Tafelung, dass er dann hier aus dem Baum, aus der Eiche, Tische und diesen Altar gemacht worden sind. Finde ich cool. Werde ich auch mal anschauen gehen, diese Kirche, wenn ich sie finde. Ja Leute, jetzt befinde ich mich wieder hier auf dem Hauptweg Richtung Jägerhütte oder Jägerhäuschen, das historische hier in Kottenforst. Ja, und wenn wir dann da sind, werde ich mich auch schon langsam bei euch verabschieden, weil hinten am Park, das ist ja die Hauptstraße angehen und da muss natürlich sein, wie lautstark von Autos wieder. Ja, es war aber eine schöne Wanderung bis jetzt. Viel gesehen, also haben wir schon. Ist jetzt nicht so ein riesen Aufwand hier mit alten Ruinen und sowas, aber allein schon geschichtliche Sachen auch hier zu finden oder die Natur genießen hier in diesem Wald, das bringt auch viel. Also von den Wanderwegen, Statistik ist sehr schön, sind auch schon einige fest, manchmal sind auch so ein bisschen schottermäßig. Ja, von der Strecke her eine wunderbare Ecke zum Wandern, wie im Winter auch im Sommer. Das kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine Strecke ungefähr von, wenn ich wieder im Auto bin, von knapp 14 Kilometer habe ich ungefähr gelaufen. Mit hin und zurück. Und das innerhalb von, ich dachte, zwei Stunden hätte ich das geschafft, zweieinhalb Stunden. War nicht so. Das ist jetzt knapp drei Stunden raus geworden. Gut, mit Filmen. Ich habe auch keine Pause gemacht bis jetzt. Die werde ich gleich am PKW machen. Oder vielleicht am Jägerhäuschen, muss mal gucken. Aber trinke schnell noch. Ja, bis zum Jägerhäuschen sind jetzt auch noch mal, wie gesagt, ungefähr 10 Minuten, vielleicht ein Stündchen. Und dann haben wir die Runde fertig.
Ja Leute, ich habe dann doch noch was entdeckt. Altes Wegekreuz. Was steht denn hier? Ein Wallfahrtskreuz. Seit 1762. Oh, das ist so richtig altes Teil schon. Auch schön. Was steht hier? Auch oft altdeutsch. Ja. Schön, schön. Schönes Kreuzchen von 1762. Ja, jetzt gehen wir hier weiter. Hier bin ich damals auch entlang gegangen, hier die Kreuzung. Hier bin ich reingegangen. Hier rum geht es nach Rötschen. Und hier müsste es jetzt eigentlich runtergehen nach dem Jagdhäuschen wieder, nach unserem Parkplatz. Hier vorne links oder rechts war auch noch ein Weiher. Komm noch, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn das so ist, dann bin ich auf dem richtigen Weg wieder. Da war auch, glaube ich, damals eine Tafel und eine kleine Karte konnten wir da nehmen für Sehenswürdigkeiten hier. Ja, hier ist doch der Weiher. Richtig, Leute. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Da ist auch die Tafel. Oder diese Karten, wo man die nehmen kann. Hier ist der Weiher. Hier bin ich damals mal gewesen. Da kam ich, wie gesagt, von der Straße rechts runter. Hier. Ich habe es damals gesehen. Ja. Schön. Ja, ich sag, wir haben Weiher hier schön genug. Reichlich. Ja, das ist jetzt noch mal so 10 Minuten. Dann sind wir wieder am Jägerhäuschen. Ein kleiner Weiher hier. Mit hinten so eine Insel dran. Schön, schön. Ja, da sind wir gerade hier reingekommen. Alte Baumstümpfe hier. Das ist eine ruhige Ecke hier vorne jetzt. Ja, hier werde ich jetzt meine Absage auch machen. So Leute, das war die kleine Runde hier im Kottenforst, bei Röttchen. Ja, der Weg einwandfrei. Hier kann man auch mit dem Kinderwagen fahren. Also manche Wege sind auch richtig befestigt mit Beton. Manche sind aber auch Schotterwege. Da muss man selber mal ein bisschen erkunden, ein bisschen rausfinden. Ja, wir haben jetzt heute hier die Jägerhütte, Jägerhäuschen gesehen. Dann die alte Eiche. Wie gesagt, da werde ich auch noch mal in Bonn hinfahren, in dieser Kirche, werde mir das mal richtig anschauen noch. Gehört dann irgendwie auch noch zu dieser Eiche, was sie da, wo ich euch gleich eine kleine Geschichte erzählt habe da. Aber von diesem Waldstück her, von dieser Gegend hier, von diesen Kleinigkeiten, die hier versteckt sind, von diesen Sehenswürdigkeiten, mache ich echt einen Daumen hoch. Also es lohnt sich hier mal durchzuwandern. Auch die Biotope, die hier drin sind, wie gesagt, die Wanderwege, die sind optimal hier. Sind auch keine Steigungen drin, also man kann sie gut gehen hier. Der Wald grenzt auch noch an der Venusberg Waldaue an. Ja, wir sind heute hier durch Rötschen mal gelaufen im Kottenforser Wald. Ich hoffe, euch hat gefallen, wie gesagt. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen noch da lassen. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Go Experience und danke fürs Zuschauen, Leute.